den ganzen Krimis, in den ganzen... Achso, du bist... Danke, Sven. Eine Reihe erstklassiger Actionfilme an diesem Wochenende, meine Damen und Herren. Was ist das? Keine Ahnung. Stromausfall? Oh, Scheiße. Oh Gott! Sag mal, was ist passiert? Harald. Können wir die Notbeleuchtung einschalten? Hilfe! Ja, was war das? Ja, ich weiß es nicht. Da war doch ein Schrei. Das klang ja schrecklich. Oh Gott. Was war das denn? Ja, ich weiß nicht. Irgendwas das klang aber nach einem Kapitalverbrechen. Ja, mit Sicherheit. Das klang ja für mich, als ob jemand ermordet wurde. Ja! Ja, haben wir denn mal Licht? Man sieht ja nichts. Können wir denn mal Licht machen? Helmut ist ermordet worden. Wahnsinn! Das Ganze riecht für mich sehr stark nach einem, Achtung, Stichwort, Tatort! So, du bist der Kommissar. Ich bin der Kommissar. Du bist der Kommissar. Nein, du bist der Kommissar und ich bin der Assistent. Ach so. Ja. Und du hast den Schlapphut auf. Ich habe den Schlapphut auf, weil die Assistenten im Tatort sind immer kultige Figuren. Ja. Ja. Du kriegst die Knarre nicht an? Nee, ich krieg die Jacke nicht mehr an. Ja. Ach so. Danke. Der erste Tatortkommissar im deutschen Fernsehen, der sich von einer Frau in die Waffe helfen lassen muss. Das sieht aber jetzt ein bisschen quasi Mond. Was ist denn? Huh? Nee, es ist schon okay. Ja. Hast du die Knarre jetzt? Ja. Ja. Und ich habe dieses Kulthütchen auf, weil das könnte dann ganz schnell Kult werden. Assistenten im Tatort können immer ganz schnell Kult werden. Ja? Hast du eine Macke? Ich habe eine Macke, damit überrasche ich dich gleich. Und ich spreche vor allen Dingen Dialekt. Okay. Ja? Denn im Tatort immer starke regionale Bezüge. Und der Assistent bringt ja meistens so eine menschliche Komponente mit rein. Ich sag mal, das ist so in der Art so ein bisschen so ein Fantasiepelzisch oder Hessisch oder so spreche. Und die Magge wirst du gleich sehen. Wir müssten okay. Ja noch sagen, wer den Tatort gedreht hat, welcher Sender. Das ist ja sehr unterschiedlich, wie der Tatort dann aussieht, je nachdem, wer ihn dreht. Ah, ja, schon der WDR. Nein, WDR-Tatort sind zu männlich für uns. Ich will aber männlich sein. Ach so. Ja, dann machen wir ich so. Dachte, ich bin so ein Raubein, weißt du? Ja, du die ganze bist. Zeit ja, gut, so, ja, okay. Scheiße! Tut dir nicht weh. Ja, also sagen wir so, das ist ein WDR-Tatort, aber ich bin, wie es auch oft gemacht wird, ein Gast vom Südwestrundfunk. Okay. Ja? Ja. So als, weil ich so populär bin, also weil ich in so per Leserumfrage dann auch mal die goldene Kamera als schrulligster Kommissarassistent oder so kriege. Ja? Und du rennst jetzt die ganze Zeit mit dem scheiß Hut rum? Bitte? Ja, warte mal ab. Stört dich der Hut? Nein, das ist... Ja, das ist auch ein alter Theatertrick, dass man sich kurz vor der Premiere noch so einen Hut aufsetzt. Ja. Weißt du? Die anderen haben geprobt und alles seriös und dann hat man so einen Hut auf und das Publikum guckt nur auf den, der den Hut auf hat. So ein kleiner Theatertrick. Bisschen Schmirantentum, aber die Branche ist hart. So, ich bin der Assistent. Ja. Dann geht's los im Kommissariat, oder? Ja, es geht im Kommissariat. Oder am Tatort. Bitte? Am Tatort eigentlich. Am Tatort. Wir sind zum Fall gerufen worden, ja. So. Ist es Abend oder Nacht? Wie Abend oder Nacht? Abend oder, also Tag, also hell oder dunkel? Es ist hell. Es ist hell, okay. Ja, es ist hell. Okay. Geh doch mal rüber. Heißt du Harald? Ich heiße irgendwie Holzer. Okay. Du redest mir immer mit Familiennamen an. Ja. Holzer, wie Holzer. Wie heißt denn du als Kommissar? Kai. Kai. Du redest mit dem Kai. Holzer. Holzer.
Was ist Kai? Wann gehst du endlich mal zum Arzt mit der Scheiße? Wieso? Ja, komm jetzt. Chef, ist nur. Spur, Chef, Blut. Ja, gleich. Das habe ich schon gesehen. Frag mich, warum ich hinke. Du hast gedacht, ich habe Holzbein. Ich dachte schon. Du dachtest, ich heiße Holzer, weil ich ein Holzbein habe. Nein, ich dachte, es wäre etwas Heilbares. Ist es? Okay. Ja, Holzer? Ja. Warum hinkst du eigentlich? Squash-Unfall, Chef. Wir spielen doch immer freitags mit dem Chef von der Hundestaffel Squash. Ach, ja. Mensch, ihr Blutspur. Sollen wir mal gucken? Na, erstmal die Leiche. Ja. Tot. Holzer? Kannst du mal die Spurensicherung anrufen? Ach, duze ich dich denn? Oder sie ja, klar. Okay. Nee, ja. Holzer? Ja. Kannst du mal die Spurensicherung anrufen? Mach ich, Chef. Und die sollen hier alle Türen im Studio zumachen? Ja, klar, natürlich. Ich hab's im Blut. Es war einer aus dem Team. Kai! Ja? Der Bericht aus dem Labor ist da. Ach so. Es kommt immer gleich im Tatort. Alle 5 Minuten kommt ein Bericht aus dem Labor. Vor 10 Minuten geschah der Mord. Holzer? Ja. Gleich. Bitte? Du wirst die Waffe gleich noch brauchen, ja. Holzer. Er schickt mal die 2 Schwule in die weiße Gummianzig. Comedy, weißt du? Comedy-Element im Tatort. Ja. Da haben wir einen Mord. Ein Mord, ja. Wie ist die Adresse, Kai? Das ist der Hohenstaufenring 15. Ja, Hohenstaufenring 5. Ja, beeilt euch. Ja, Mord. Danke. Und die Security soll alle Türen hier zumachen im Gebäude. Ja, das war einer aus dem Team. Ja, ich habe schon die Anordnung gegeben, Chef, wo wir hergekommen sind. Echt? Ja. Sicherheitshalber. Also hier in dem Bericht steht, wir sollten mal die Spur verfolgen. Holzer. Ja? Geh du vor. Immer den Spuren nach, guck mal. Sieht aber finster aus, Chef, mein lieber Mann. Wo gehen wir heute Abend essen? Das sind immer so Komponenten, weißt du, ja. Was denn so ein. Ich wäre so ein ganz Verfressener, ja? Beim Griechen? Ja, gern. Oder beim Italiener heute? Nee, gehen wir heute Abend zum Griechen. Ja. Beim Italiener sind wir ja sonst jeden Abend. Ich hab ja viel. Erzähl ich dir gleich. Kriminalpolizei? Hallo? Morgen. Oh, hallo? Tja. Das ist doch der Requisiten-Sven, oder? Ja. Ja. Ach, Sie kenne ich ja. Das ist scheiße. Heute mal, Sie haben ja die ganze Hand voller Blut. Ja, ist hier scheiße passiert beim Playmobil-Schnitzen, die Hitler-Figur und dann das Messer direkt in die Hand. Warum stotterst du denn so, Sven? Bitte? Warum stotterst du denn so, Sven? Ich bin noch etwas unter Schock. Gerade vor 5 Minuten ist Helmut ermordet worden. Vielleicht, bitte? Dass er stottert, wäre vielleicht, hätte der Autor nicht reingeschrieben, weil das im einer hinkt und stottert, ist selbst für einen Tatort zu fangen, oder? Also? Ja. Ich war hier, ich habe geschnitzt, ich war nicht bei Helmut. Holzer, wir gucken uns mal um. Ich muss das alles hier wegmachen. Ist für Karneval, Chef. Ach so. Schon alles vorbereitet. Ich geh mal gerade die Bockleiden auf. Ich halt fest. Sag mal, Holzer. Ja. Was suchst du denn da jetzt? In sowas haben wir letztes Mal Kokain gefunden, weißt du noch, Chef? In der letzten Folge. Ja? Okay. Ja, ich glaube, er war es nicht. Er war es nicht? Ja. Okay. Darf ich das erste Mal ausrasten? Ja. Das wäre jetzt ganz wichtig. Du würdest jetzt sozusagen aus dem Nichts explodieren. Warum? Wegen familiärer Probleme.
Ja, erkläre ich dir aber gleich. Ja, genau. Also Sven war es nicht, okay, Holzer? Nee. Scheiße! Holzer? Ja? Wir müssen uns erstmal besprechen. So geht das nicht weiter. Wir brauchen einen Plan. Absolut. Kai. Ich meine, wer könnte denn was gegen den Zellert gehabt haben? Er war an sich verliebt. Ich habe mich umgehört. Was mit der Aufnahmeleitung? Bitte? Was mit der Aufnahmeleitung? Er kommt immer zu spät zur Probe. Die haben so einen Hals auf ihn. Nein, was ich gefragt habe, er kommt gar nicht zur Probe. Echt? Ja. Er kommt direkt zur Sendung. Immer beliebt, sehr gesellig. Jeden Abend Essen gegangen, jeden Abend Wein getrunken. Kein einziger Feind gehabt. Der Produzent? Ach nicht. Sind zusammen in Urlaub gefahren. Nein. Ja. Wohin? Überall. Lakritzschnecke? Ach, das wäre jetzt dein Tick, ja? Das ist meine Marotte. Ja. Das ist deine Marotte, dass du da und Lakritze isst. Ja. Ja. Das wird dann auch dann, der Tatort wird präsentiert von einem großen Lakritzehersteller. Ja. So unauffällig. Und die Opfer, die nicht aussagen wollen, die Zeugen, die kriegen Lakritze in die Nase geschoben und so. Damit das alles ein bisschen Hand in Hand geht. Ja, genau. Ja. Und ich ziehe immer auseinander. Ja. Ich würde jetzt, während du die Lakritze auseinander siehst, meine Mutter anrufen, ja? Weil ich würde noch bei meiner Mutter wohnen. Hallo Mama, ich komme heute Abend später. Ja, wir haben Mott. Ja, nein, das habe ich nicht gewusst. Ja, er ist tot. Ja, das tut mir leid, dass du mein Lieblingsessen gekocht hast, aber ich kann nicht. Ja, nein. Ja, tschüss, ja. Danke, Mama. Ja, ich dich auch. Ja. Jetzt? Wie geht's deiner Mutter? Bitte? Wie geht's deiner Mutter? Weiß nicht, sie ist tot. Das wäre ein Freund, den ich Mutter nenne. Weißt du? Weil wir uns auf dem Schrottplatz kennengelernt haben. Wir lieben Oldtimer und so. Und er hat immer rumgeschraubt, deswegen Spitzname Mutter. Bist du schwul? Was? Bist du schwul? Nein! Ja, wieso kann man keinen Freund haben und muss man gleich schwul sein, wenn man einen Freund hat? Ich frag ja nur. Ja. Wäre halt auch eine interessante Frage. Fragst du mich jetzt privat oder im Nein, Tatort? Nein, natürlich nicht im Tatort. Ich glaube, wir sollten mal eine kleine Autofahrt machen. Da erzähle ich dann, was mir passiert ist, privat. Problem zu Hause mit der Frau, Chef. Hm. Ich kenn's von meiner dritten Scheidung. Ja. Langsam, Chef. Ich muss nachdenken. Nee, klar, Kai, ich war langsam. Mach mal das Licht an, ich sehe ja gar nichts. Ich würde sagen, wir fahren ins Kaffee-Foyer. Wieso denn ins Kaffee-Foyer? Da halten sich meistens die Verdächtige auf. Oh. Da gibt's auch Drogenhandel. Ja, ganz schlimm. Ich fahr langsam. Ja, fahr langsam, Kai. Holzer. Ja, damit es schön. Ich muss aufpassen, dass ich da die Treppe nicht kaputt fasse. Habe ich erst nicht. Das habe ich erst letzten Freitag gemacht. Das wäre selbst für unsere Show ein bisschen viel. Ja. Jetzt muss ich da stark einschlagen. Ja, pass auf, die Band. Ja, ich pass auf. Was ist eigentlich mit den Bandkollegen? Können dies gewesen sein? Die Bandkollegen, die sind unschuldig, das weiß ich. Das habe ich überprüft. Die haben gar nicht gewusst, wer das ist. Okay.
Wer? Der Regisseur. Wer? Ob es der Regisseur... Achso. Was für ein Regisseur? Ach, der Regisseur. Von unserer Show. Nein, der hat eine Telefonfirma in der Schweiz. Der wählt der ganze Tag bloß Nulle vor. Der hat ein Alibi, das habe ich überprüft. Ah, sehr, sehr gut. Warte mal, je langsamer du fährst, desto besser kann ich denken. Ja. Und ich entscheide immer aus dem Bauch raus, das weißt du. Da beneide ich dich, Stromchef. Ja. Was ist denn mit dem Archiv? Das Archiv? Mit denen hat er an für sich nichts zu tun gehabt. Nicht? Er war ab und zu mal, hat sich ein paar Blätter brennen lassen. Ach so. Aber ansonsten hatte der mit denen nichts. Ist das Tempo so gut, Chef? Das ist gut. Zum Nachdenken, ja. Die Buchhaltung. Die Buchhaltung, mit denen hat er überhaupt nichts zu tun gehabt, weil er hat sich ja das Geld schwarz ausbezahlt. Also weiß ich. Die Autoren? Die Autoren auch nicht. Damals früher hat es mal Spannungen gegeben, weil sie immer Sketche geschrieben haben, wo er zu wenig Text gehabt hat. Aber dann hat er mal mit denen gesprochen und dann haben sie ihn überhaupt rausgelassen aus der Sketche. Und seither haben die sich prima verstanden. Falsch, ist vom Tempo her richtig. Das ist sehr, sehr gut, Chef. Chefs rechnen. Das ist sehr, sehr gut. Nicht so schnell, Chef, nicht so schnell. Chef, was sind denn das für Eheprobleme, was du mir erzählen wolltest? Halt an. Chef. Chef. Beruhig dich doch. Chef. Kennst du Christine? Meine Frau. Ja, klar. Hat sich von mir getrennt. Und mein Sohn hat Leukämie. Weißt du, an dem Tag, wo rauskommt, dass mein Sohn Leukämie hat, trennt sie sich von ihm. Und ja, weißt du, mit wem sie jetzt bumst? Mit Holger. Mit meinem Sohn? Nein, nicht mit meinem Sohn. Mit Holger. So ein Schwein. Dabei hat er doch jahrelang bei euch gewohnt. Ja. Ist er denn nichts aufgefallen? Nein! Ich hab jetzt was mit dieser Vera. Vera? Vera, weißt du, die den Kampfsport macht? Von der Sitte. Ja, ich kenne die. Ist die nicht aus Bulgarien? Ja, aber... Ja. Ja, wohnst du jetzt schon bei ihr oder ist sie bei dir eingezogen? Nein. Die bläst wie der Teufel, ich sag. Das ist aber jetzt wirklich zu privat. Das ist so unglaublich. Ja. Ja, innerhalb von 10 Metern hat der Sohn Leukämie, die Bulgarin bläst. Das ist doch... Also, wir müssen auch ein bisschen an die Werbung denken. Ich stelle jetzt auch fest, dass... ich würde einen Herzinfarkt kriegen, ja? In Erfolg. Trunzer! Ja, und scheiße, wie geht das jetzt weiter? Ja, jetzt geht es weiter, dass ich sozusagen, also ich spiele jetzt, ich würde einsteigen, ja? Also, hallo, ich bin der Walter aus Leipzig. Assistent. Ja, genau, weil das mit diesem hessischen Sprech ist. Ja, okay. So, und ich bin aber auch so ein anderer Typ, so ein Agiler, ja. So ein Wocher, weißt du? So. Weißt du, was ich für Privatprobleme habe? Mein Assistent hat einen Herzinfarkt gehabt, meine Frau hat mich betrogen mit meinem besten Freund. Ja, und hat nicht auch noch der Sohn Leukämie? Ja, genau. Mensch, eine Glückskarte gezogen, oder? Ich weiß, wer es war. Wer? Susanna. Susanna? Ja, komm, jetzt Tempo. Soll ich ein bisschen Gas geben? Ja. Pass mal auf, mach mal hier das Blaulicht rein. Susanna, so. Ja, komm. Gib mal Gas. So. Sag mal, was ist denn das für ein Schneehaufen? Ja, das ist der Schneehaufen vom Winter, der ist halt übrig geblieben. Nee, ich habe mich erkundigt, den hat dieser Redaktionsleiter neulich bestellt in der Show. Da wollten sie Schlitten fahren, am Mittwoch nach der Winterpause. Echt? Ja, da hat er wirklich in Neuss, aus diesem Hollenski-Zentrum, drei LKWs voll Schnee kommen lassen. Und dann hat es angefangen zu regnen, da war der ganze Schnee geschmolzen, der ganze Dreck umsonst bezahlt. Es wundert mich, dass sie den nicht erschossen haben. Weil der Zander, der hat einfach sich kein was getan. Aber Schnee hier ankommen lassen, den keine Sau braucht, verstehst du? Hätte ich verstanden, wenn er ihn erschlagen hätte. So, okay. Ich park mal hier. Soll ich im Wagen warten, Chef? Nein, du kommst mit. Wir machen auch ein bisschen flott. Jetzt gibt's auch mal Musik. Komm, ganz spannende Musik. Aber wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ja. Was ist das? Weiß ich nicht, ist egal. Jetzt komm raus, Chef. Susanna läuft weg. Ach so.
Ich hab Licht noch einen. So. Und du bist doch so ein Agiler. Komm. Ich bin so ein Agiler. Komm. Ich bin so ein Agiler. Ja, jetzt geh mal rein. Wie heißt denn du dann? Heißt ja nicht mehr Holzer. Walter. Was, Walter? Walter. Komm, Walter! Walter, renn doch nicht so. Jetzt komm! Jetzt renn doch nicht so. Jetzt komm! Mich im Arsch, mach mal einen Pilz, Mädel. So, ich trinke erst mal einen Pilz. Der hat diese blöde Wessi-Mentalität. Dauernd dieses Gerenne und diese Hektik, da kriegst du ja keine Luft. Ach. Was? Was? Du Paniker! Du kannst mir am Arsch lecken! Walter! Walter. So. Wir müssen eine Ermittlung. Ja, ich kann doch das Pilz mitnehmen, oder? Hör mal. Ein bisschen unkonventionell, weißt du? Okay. Beim Verhör trinke ich jetzt einen Pilz. Ja. Ne? Und wenn irgendwie. Susanna wäre beinahe weg gewesen. Wenn eine Verdächtige eine falsche Antwort gibt, blasche einfach drüber weg. Du musst mich fragen, wieso ich auch als Dresdner Assistent diesen Hut aufhabe. Chef, eben nicht Chef. Nee, Walder. Walder? Ja. Wieso hast du denn auch als Dresdner Assistent diesen Hut auf? Das war der Wunsch von der Witwe vom Holzer. Die hat am Grab vom Holzer hat sie den Hut ums Rohr genommen, hat mir aufgesetzt und gesagt, das hätte der Holzer auch gewollt, dass du den trägst, weißt du. Ihr kanntet euch also? Wir waren zusammen bei der Stasi. Ja, wir haben uns gegenseitig verhört, den ganzen Tag. Ja. So, wir verhören jetzt Susanna. Ja. Ach, Sie sind Susanna? Ja. Ja. Haben Sie heute Abend schon was vor? Ich würde so ein bisschen baggern. Du sollst ja, so doch, kannst baggern. Doch nicht mit einer Verdächtigen baggern, Walter. Ja, so unterschwellig. Warum unterschwellig. Sitze ich hier? Bitte? Warum sitze ich überhaupt hier? Warum Sie hier sitzen? Ja. Wegen der Ohrringe. Sie sind verdächtig, weil diese Ohrringe wurden gestohlen gemeldet. Stimmt's, Kai? Ja, aber es kommt noch was viel Wichtigeres dazu. Sie hat ein Top-Motiv. Ja. Erinnerst du dich an das wichtige Geschenk, was sie von Helmut bekommen hat? Richtig. Dieses Champagnerzeug. Diese pisswarme Füßel in dieser hässlichen Flasche. Ja. Ja. Und dafür könnte man töten. Und da würden sie sogar freigesprochen werden. Ja. Das wären mildernde Umstände. Aber ich habe Helmut nicht umgebracht. Geben Sie mir doch mal Ihre Telefonnummer, dann kann ich Sie mal in Ruhe durchverhören. Walter. Wir kennen auch anders, ja, ganz junges Fräulein. So. Wir müssen ein bisschen Licht ausmachen, ist jetzt schon 3 Uhr nachts. Ja, jetzt ist 3 Uhr nachts. Sie wurde schon 5 Stunden gegrillt und, von und uns. Und das wichtige Kennzeichen ist für lange Verhörs, der Assistent hat die Jacke aus. Okay. Bei langen Verhören hat der Assistent immer die Jacke aus und geht so rum. Ja. Susanna? Hören Sie mal, geben Sie es doch einfach zu, denn... Bitte? Natürlich. Ich saufe ja auch schon den ganzen Tag. Gucken Sie nach vorne in die Kamera, Sie blödes Flitschen. Walter, ja, aber bitte, entschuldigen Walter, mal, da können einem doch mal die Nerven durchgehen. Walter, die verkauft uns doch für blöd. Seit 8 Stunden nicht wir lügen. Walter, hören Sie Walter, mal. Du bist hier nicht mehr drüben. Ja, wir lösen das hier anders. Dann kriegst du sonst noch irgendwie eine Aufsichtsbeschwerde. Jetzt vielleicht Psychologie. Ja. Vielleicht wollen Sie mit Ihrem Anwalt in Kroatien sprechen? Da kannst du Kroatisch sprechen, weißt du? Wollen Sie vielleicht Ihren Anwalt in Kroatien anrufen? Okay, ein Anruf steht mir zu, richtig? Ja, nehmen Sie doch Platz. Geht's oder soll ich den Stuhl runterlassen? Mir wird auch langsam heiß, Moment. Oh. Dankeschön. Mensch, Chef, die wäre doch was für die Einzelzelle. Und keine Mädchen, wir kriegen alles mit. Dobar dan, ovdje je Suzana Novinščak. Ovdje su me uvatili, mislio da sam nekoga ubila i trebala bi pomoć. Možete mi pomoći? Da, ne možete, zašto ne? Verstehst du dir was? Ja, du kannst doch, kannst du das nicht? Russisch? Kroatisch? Walter? Ja? Kannst du eine andere Fremdsprache außer Deutsch? Nein. Okay. Ich kann ja nicht mal Deutsch. Köpfchen! Immer Köpfchen.
Frau Süßheiter, waren Sie es oder waren Sie es nicht? Nein, ich war es natürlich nicht. Hatten Sie Krach mit dem Herrn Zerlett? Nein, ich habe eben in der Maske noch mit ihm darüber gesprochen. Er hat mir gestanden, dass er meinen Bauchtrainer angefangen hat zu benutzen. Und, wir haben das war doch für den Weihnachten letztes Jahr. Ja, und er hat es dieses Jahr angefangen zu benutzen. Das hat er mir erzählt. Und was hätte das zu bedeuten, dass Sie auf der Weihnachtsfeier geschrien haben, Finger weg, du blöder Wichser? Das habe ich zu meinem Chef gesagt. Leider sehr gut. Ja, okay. Nee, das ist klar, das wollen wir gar nicht vertun. Sie können nach Hause gehen. Ja. Sie sind unschuldig. Auf jeden Fall. Ja. Aber sehr gut. Ist das wirklich so schlimm mit deinen privaten Problemen? Ja, aber leg doch erst die Knarre weg. Nee, wenn es unerträglich wird, sagen wir es. Ich mach's dich kalt, wenn's gar nicht mehr auszuhalten ist. Wir fahren nach Holland rüber. Würdest du das tun für mich? Ich wollte mal bloß sehen, wie verzweifelt du bist. Wen soll ich denn jetzt anrufen? Ja, wir sind jetzt erstmal am toten Punkt der Ermittlung. Es läuft gar nichts mehr. Auch am toten Punkt des Drehbuchs? Ja, genau. Mensch, Kai, noch 12 Minuten und wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Ist heute ein Gast in der Sendung? Heute? Ja. Nein. Wer ist im weitesten Sinne mit seinem Broterwerb in dieser Show abhängig, dass eigentlich jeden Tag mindestens ein Gast kommt? Helmut. Nein. Na doch, weil Sie ihn jetzt in Essen einladen und der Verschluss... Das meine ich nicht. Die Gästeredakteure, die Gäste besorgen, anrufen, planen. Richtig. Sie hätten ein Motiv. Weil immer weniger Gäste kommen. Genau. Warum? Weil Helmut immer mehr redet. Ja. Ja. Das sind Frau Nina und Frau Steffi. Lass dich nicht abwimmeln. Hallo? Können Sie bitte mal aufs Kommissariat kommen wegen dem Mord an Herrn Zerlett? Wir würden Sie gerne verhören, ja? Beide. Danke. Willst du was essen? Schmeiß mal noch mal kurz rüber. Alter Comedy, dass du wirklich nimmst. Alter Comedy, Trick. Oh, die Verletzung kommt. Habe ich noch aus der Zeit, als ich noch bei der Post gearbeitet habe. Oh, hallo. Guten Tag. Hallo, ich bin der Walter. Nehmen Sie Platz, hallo, bitteschön. Leck mich am Arsch, sind das zwei Teile. Walter! So. Ihr seid, wir müssen es dunkler haben. Ja, wir brauchen dieses Verhörlicht. Es ist jetzt entscheidende Szene. Ja, absolut. Du solltest vielleicht hier in den Verhörsessel setzen. Okay. Und ich bedrohe die beiden so aus dem Hintergrund. Aber nicht mehr sexuell, bitte. Nee. Okay. Was habt ihr heute den ganzen Tag gemacht? Gästeakquise. Gearbeitet. Also fangen wir mal konkreter an. Morgens, wann seid ihr gekommen? 9 Uhr. Und dann? Konferenz. Mindestens 2 Stunden. Das stimmt doch gar nicht. Na gut, eine. Das stimmt auch nicht. Halbe? Wann habt ihr das erste Mal Helmut gesehen? Heute noch gar nicht. Wie heute noch gar nicht? Nee, ich habe ihn noch nie. Doch, ganz kurz eben. Aber wann hast du ihn gesehen? In der Maske, kurz. Stimmt. Walter, was hältst du davon? Wenn du mich fragst, die beiden lügen. Aber wenn Sie wollen, können Sie mal die Nummer geben, dann können Sie mal privat verhören. Ja, also das muss jetzt durchgezogen werden, dieses Motiv des Backerns. Ja, oder? Okay. Ich habe gehört, ihr sollt ja noch schlimmere Tiere sein als wie diese Senna. So ein bisschen. Ja, ja, klar. Also, wenn Ihnen das hier unangenehm ist, geben Sie einfach die Nummer. Und haben Sie Telefon in der Wohnung oder müssen Sie auch, wie ich, runter zur Nachbarin, wenn es angerufen wird? Sie haben Innentelefon. Zelle, Telefonzelle. Ja. Hast du noch Fragen, Kai? Ja. Ich meine an die beiden. Ja, natürlich. Ja. Was habt ihr zum Mittag gegessen?
Ich war heute nicht in der Kantine. Fisch. Mit? Reis. Das bringt mich jetzt total zum Ausrasten. Ja, genau. Weil wenn ich Reis höre, muss ich an meine Mutter denken. Cleaning Woman. Und ja. Ich schlag die Verdächtige. Nein, doch. Fantastisch. Nee, dich, du hast ja Reis gesagt. Ja. Kartoffeln, Entschuldigung. Nein, das ist jetzt vorbei. Ja, pass auf. Ich bin so lang gegangen und ja, aber wir müssen noch mal zurückgehen. Da muss ja der Übergang muss ja stimmen. Ja, okay. Ja, der Übergang muss stimmen. Also, du machst du Kopf so weg. Ich tu. Ja. Genau. Was hast du zum Mittag gegessen? Sag mal, kennt ihr euch? Ich wundere mich jetzt, Chef, dass die sie duzt. Ich mich auch. Was haben Sie zu? Naja, im weitesten Sinne. Was haben Sie zum Mittag gegessen? Fisch. Mit? Reis. Ah! Mensch, nimm dich doch zusammen. Hat er Ihnen wehgetan? Ich will meinen Anwalt anrufen. Moment. Ach komm, lass sie gehen. Lass sie gehen. Komm. Sie können gehen, das war's für einen Augenblick, wenn Sie mir gerade noch die Nummer vielleicht draußen geben, weil falls wir noch wieder ein Personal nehmen, was aufnehmen müssen. Komm, gehen wir mal. Ja. Gehen wir mal. Okay. Gehen Sie noch. Ja, geht, okay. Geht, aber... Es ist wirklich schlimm mit ihm, hey, aber... Weiter. Was haben die beiden zuletzt gesagt? Sie haben zuletzt gesagt, warum hat Natalia Werner gestern in den ARD-Zweiteiler der Seerosenteich so eine beschissene Perücke aufgehabt? Nein, das haben Sie nicht. Doch, da habe ich genau gehört, da hinten. Ich habe gesagt, was erlauben Sie sich gegen unsere Schauspieler? Da hat die eine gesagt, das war eine Perücke, da sollte sie 20 Jahre jünger aussehen. Und sie sah aber aus wie eine 53-Jährige, die Probleme hat mit dem Altwerden. Das hat die eine gesagt, die als Zweite rausgegangen ist. Ich meine was anderes. Davor. Davor. Soll ich es dir sagen? Ja. Sie haben gesagt, geh mal. Geh mal. Und pass auf. Das kann ja nur bedeuten, mit der GEMA. Mit der GEMA. Da hat der Helmut Milliarden verdient. Ganz genau. Das heißt... Da muss man ja immer das Geld abführen, wenn man... Nee, die, man nee kriegt das hast du falsch verstanden, Kai. Ja? Der Helmut zum Beispiel, wenn der draußen Autohupen hört, ja, dann schreibt er einen Zettel, habe Autohupe komponiert, schickt es an der GEMA und immer wenn ein Auto hupt, kriegt er 5 Mark. Ach so. Ja. Ja, genau. Das, so geht das mit der GEMA. Und es gibt doch diesen GEMA-Redakteur bei uns im Haus. Ja. Wo ist der? Am Kaffeeautomaten habe ich den gerade vorhin gesehen. Komm, schnell. Reicht ja die Zeit noch? Schnell. Ja, ja, jetzt komm. Du spiel hoch an Kaffeeautomaten. Ja, ganz genau. Ihr bleibt hier, keiner verlässt den Raum. Beeil dich. Ja, komm, es gibt ja. Deckung. Komm, ich hab gehört, wie der gesagt hat. Ich muss gleich noch das Flugzeug kriegen. Scheiße! Pass auf, der ist gut. Wie heißt der? Und halt die Knarre so! So, ja, so! So, da muss ich hier hinterher. Da! Ah, ich hab ihn knapp... Warte! Wir brauchen einen besseren Plan. Wir müssen uns teilen. Ja. Ja? Ja. Ich lauf hier lang? Ich lauf da lang. Und du laufst da lang? Super! Okay, ja. Kamera bei mir. Walter? Hast du ihn? Okay, ich komme auch runter, Walter. Ich komme, Walter. Er hat ihn gleich. Was hast du hier gemacht? Ich habe ihn erschossen. Oh mein Gott. Es ist der GEMA. Vorsicht, der Perücke. Es ist der GEMA-Mann. Es ist der GEMA-Mann. Ja, Herr Kurt.
Aber noch schlimmer, er hat meinen Bulli an. Hast du ihn auf der Flucht erschlossen? Nee. Von hinten und er hatte auch keine Waffe. Aber ich meine, die Zeit ist bald rum und wir brauchen ein Opfer, einen Täter, meine ich. Pass auf, wir drehen ihn rum. Ja. Du schießt ihn nochmal von vorne. Und sagst, er hätte die Waffe hier gehabt. Das ist gut. Ja. Was? Nee, ich weiß was viel Besseres. Ja. Ich rufe jetzt die Kollegen an und sage, ich hätte gesehen, wie du ihn erschossen hast und versucht hast, ihm eine Waffe in die Hand zu drücken. Das ist überhaupt keine gute Idee. Doch, dann wirst du eingelocht und ich spiele ab sofort die Hauptrolle. Siehst du? Und ich hole mir irgendwie einen Assistenten, ein klackisches Mädel oder sowas, und dann mache ich in Zukunft den Tatort mit der Frau. Gefällt das nicht? Nee. Nee. Wir also machen wir so, wie der Schluss ursprünglich geplant war. Ich bin verzweifelt. Ja, okay. Das haben wir noch, ja, eben, ja. Das war doch ganz so anders. Also ich spreche auf. Zusammen, ich kriege einen Nervenzusammenbruch. So. Und jetzt kommt das große 1x1 der Schauspielkunst. Große emotionale Ausbrüche werden immer mit dem Rücken zur Kamera gespielt. Verstehst du? Nur Laien plärren am Vorabend in die Kamera rein. Der Profi hält mit dem Rücken zur Kamera. Das ist scheißegal, was du denkst, du musst nur ein bisschen mit den Schultern wackeln. Für die Werbekunden reicht's. So. Walter, warum holst du denn jetzt? Ich meine, er ist tot, aber was ist denn so schlimm? Das Drehbuch. Bruder, Hammer, weg. Ist er ausgesetzt? Ja. Ja. Na, guck mal, eine halbe Minute überzogen. Meine Damen und Herren, wenn Sie sagen, das war ja heute grauenhaft, dann bleiben Sie dran. Bis dann, gute Nacht, tschüss.